Hallo meine Lieben, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich die Nailart gestaltet habe, die ich euch schon im letzten Video angedeutet habe. Wie ihr sehen könnt, die Nägel sind vorbereitet. Wenn ihr wissen möchtet, wie ich das gemacht habe, schaut euch das verlinkte Video dazu an. Wir legen gleich einmal los. Um die Naturnägel zu schützen, trage ich das Fibertech Modellage Gel in einer dünnen Schicht erstmal auf den gesamten Nagel auf und lasse aushärten. Und dann geht es auch weiter mit dem Glitzer. Ich möchte mir einen Glitzeruntergrund schaffen, also mit diesem Glitzer-Set aus meinem Shop ist alles wie immer unten in der Infobox unter dem Video verlinkt. Ich trage wieder eine Schicht von dem Fibertech auf und härte diese Schicht aber diesmal nicht aus, sondern ich gebe gleich etwas Glitzer hinein. Und zwar so, dass ich mir so eine Art Farbverlauf schaffe, also einmal am Übergang und so, dass die Spitze noch so ein bisschen transparent bleibt. Und das mache ich eben an allen Nägeln mit verschiedenen Glitzerfarben. Da könnt ihr euch natürlich austoben. Ihr könnt auch bei einer Farbe bleiben, je nachdem, wie ihr das möchtet. Und am kleinen Finger und Daumen arbeite ich sehr deckend und gehe zur Spitze runter etwas auslaufender, sodass ich vorne noch eine transparente Spitze habe. Nach dem Aushärten arbeite ich mir auch schon den Aufbau. Hierzu verwende ich das Crystal Ice Acrylic Gel. Das ist so halbtransparent, so ein bisschen milchig und gibt nochmal so einen ganz tollen Effekt, wie ich finde. Ihr könnt natürlich auch ein klares Modellagegel verwenden, je nachdem, was ihr eben bevorzugt. Anschließend nach dem Aushärten feile ich meine Nägel in Form. Hierzu verwende ich die Designfeile in 150 Grit. Ihr könnt auch eine feinere Feile nehmen, je nachdem, was euch eben lieber ist. Und dann versiegel ich auch schon einmal mit dem Deluxe Finish Seidenmatt. Und zwar Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger und Daumen und Kleinfinger versiegel ich dann glänzend, um nochmal so einen anderen Effekt zu zaubern. Ihr könnt natürlich selber entscheiden, ob ihr eher matt oder glänzend gehen möchtet. Durch das Acrylic Gel Crystal Ice haben wir eben noch unterschiedliche Effekte. Und so schaut das nach dem Aushärten und Cleanern einmal aus. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Nail Art. Und zwar verwende ich hier jetzt einmal den 3D Mini Pinsel und das One Stroke Gel Purple Rain. Wenn ihr das genauso nacharbeiten möchtet, also on top arbeitet und nicht nochmal versiegeln möchtet, beziehungsweise dann auch mit Glitzer arbeiten wollt, dann braucht ihr unbedingt farbige Gele, die ohne Schwitzschicht aushärten. Das ist bei den One-Stroke-Gelen der Fall. Denn ich möchte die Blümchen gleich noch mit Glitzer umranden. Und wenn ihr eben ein Gel habt, welches mit Schwitzschicht aushärten würde, würde das Glitzer da drin hängen bleiben. Ihr müsstet cleanern und so weiter und so fort und dann extra nochmal versiegeln. Und das ist eben das, was ich nicht möchte. Deshalb verwende ich One-Stroke-Gel eben ohne Schwitzschicht. Und ich male so eine kleinen Hawaii-Blüten, die eben so ein bisschen herzförmig sind, die Blütenblätter. Und in der Mitte so eine kleine Lücke haben. Ihr könnt dafür natürlich auch einen Striper-Pinsel oder was auch immer ihr möchtet verwenden oder andere Blütenformen wählen, je nachdem, was ihr da eben haben möchtet. Oder ihr setzt sogar vielleicht Wassertattoos und Sticker und umrandet die dann, wenn ihr möchtet. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und an unzugänglichen Stellen mache ich es immer so, dass ich die Hand eben zu mir drehe, damit ich dann eben besser malen kann. Dasselbe mache ich dann jetzt hier auch in verschiedenen Farben eben. Da müsst ihr euch eben selber so ein bisschen auskeksen, was ihr da schön findet, welche Farben ihr mögt und wenn euch das zum Beispiel auch zu viel ist mit dem Glitzer im Untergrund, ihr könnt das auch prima auf einen French oder so arbeiten mit den Blümchen und dann vielleicht noch Glitzer hinzufügen, je nachdem, was man eben bevorzugt. Ich umrande jetzt meine Blütenblättchen mit dem Pasta-Gel Arctic White. Ihr könnt auch das One-Stroke-Gel nehmen, je nachdem, was ihr mögt. Wichtig ist eben, dass ihr der Blüte nochmal durch diese Umrandung eine schönere Form gebt, beziehungsweise noch so ein paar Details wie so Blattspitzen oder Blattäderchen hinzufügt. Und auch hier ist man natürlich variabel, je nachdem, was man eben haben möchte. Und das mache ich eben an allen Blütenblättchen. Also ich umrande alle mit Weiß und aus dem Grund auch mit Weiß, weil ich möchte, dass gleich mein Glitzer richtig schön zur Geltung kommt. Wir haben uns für Neonfarben entschieden. Auch hier ist man natürlich variabel. Wichtig ist, wenn ihr sowas arbeiten möchtet, dass das Glitzer sehr, sehr fein sein sollte, weil bei grobem Glitzer würde das eben nicht so schön haften bleiben. Dann habt ihr eben so grobe Körnchen und das
könnte zum anderen störend sein und sieht dann eben vielleicht auch nicht ganz so hübsch aus. Wie gesagt, wir haben uns für verschiedene Neonfarben entschieden. Hier jetzt noch einmal Orange. Am Daumen und am kleinen Finger haben wir es weggelassen. Ja, und das ist die sehr, sehr bunte Nail Art. Wie gesagt, ihr müsst das nicht ganz so krass bunt gestalten. Wenn euch eben nur die Blumen gefallen, macht ihr die zum Beispiel auf ein weißes French. So, ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, würde mich über ein Däumchen nach oben und ein kostenloses Abo von euch freuen und wünsche euch an dieser Stelle einen wunderschönen Sonntag. Bis bald. Ciao.